Hallo Freunde, heute ist es jetzt 2 Tage nach dem letzten Vlog, da ich jetzt doch noch Besuch bekommen habe und jetzt kommen wir auch zu einer kleinen Story mal. Und zwar habe ich erzählt, dass ich alleine fahre für geplante 3 Wochen und ich möchte halt jetzt mal erzählen, was sich verändert hat. Und zwar ist es so, ich wollte 3 Wochen alleine fahren. Dann wusste ich schon, dass in der 3. Woche Marie und Joshua kommen. Das ist von meiner Freundin die Schwester und ihr Freund. Und jetzt ist es so, dass meine Freundin doch noch 3 Tage Urlaub bekommen hat und übers Wochenende und diese 3 Tage halt zu mir gekommen ist. Ich habe sie jetzt vorgestern in Pula beim Flughafen abgeholt. Deswegen bin ich auch Richtung Pula gefahren wieder und nicht noch etwas weiter runter. Und seitdem sind wir jetzt einmal so campen gewesen, halt irgendwo, wie es halt so ist. Und dann waren wir noch dementsprechend auf einem Campingplatz, der heißt Camping Oliva oder so. Und da waren wir auch für eine Nacht. Das war aber ziemlich teuer, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Also ich fand es teuer persönlich. Wir haben jetzt 41 Euro da bezahlt für eine Nacht. Und schön war es. Ich blende auch gleich auf jeden Fall nochmal einige Bilder dazu ein. Jetzt sitzen wir gerade auf dem Campingplatz Tunarica oder so heißt der, oder Tunarica, und der ist auf jeden Fall echt cool. Jetzt haben wir bezahlt oder bezahlen morgen dann 25 Euro für eine Übernachtung, halt für 2 Personen mit Strom und allem drum und dran. Und ja, so sieht es jetzt aus, so sieht der momentanige Stand aus. Jetzt werden wir gleich noch mal ein bisschen ans Meer gehen, wir wollen noch ein bisschen was essen. Und nur, dass ihr euch nicht wundert, es sind halt schon 2 Tage vergangen. Und die habe ich halt dementsprechend nicht so sehr aufgenommen, weil das soll auch ein bisschen Urlaub sein. Das ist der erste Urlaub mit meiner Freundin, den wir so machen. Und ja, das wollte ich euch mal so mitteilen. Und jetzt kommen hoffentlich nochmal ein paar schöne Bilder. Und dass ihr das verstehen könnt, dass ich nicht zu viel aufnehme, weil ich ein bisschen auch den Urlaub dann genießen möchte. Also, ja, viel Spaß bei den kommenden Videos. So, also wir sind jetzt nochmal runtergegangen hier ans Strand. Direkt am Fjord, hat sie immer gesagt, da kann man wohl irgendwie auch noch mit den Kanus oder so rausfahren und an Buchten fahren und so. Sieht auch ganz nett aus, aber wir wollen nochmal ans offene Meer nachher, also auf jeden Fall dranbleiben. Freunde, jetzt sind wir da angekommen, worauf ich stehe, wisst ihr ja jetzt mittlerweile so. Also wir sind jetzt am offenen Meer, an so einer Steilküste, Dings, Bums, wie auch immer. Und das hat die an der Rezeption auch gesagt, dass es so 3-4 Minuten bis ans offene Meer sind. Es war jetzt ein bisschen länger, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und wir chillen jetzt hier ein bisschen. Vielleicht gehe ich noch mal ein bisschen ins Wasser. Also ja, genießt es. Ja Freunde, wir haben schon den nächsten Tag und wir haben es auch schon wieder 16 Uhr. Wir haben uns das hier mal so ein bisschen gemütlich gemacht in so einer kleinen Bucht. Wenn man beim Campingplatz halt den Fjord, nannte sie das, an der Rezeption hochfährt, dann kann man sich halt hier so kleine Strändchen suchen, beziehungsweise Plätzchen, wo man dann so ein bisschen alleine ist. Wir haben uns ein Kajak ausgeliehen und sind dann einfach mal hier so ein bisschen hochgefahren und ja, echt wunderschön, wunderschön. Es ist, es kommen gleich noch ein paar Szenen, hier hängt noch so ein Seilchen, da bin ich noch ein bisschen runtergesprungen und so, und
Ja, macht richtig Laune. Es ist jetzt 20 Minuten ungefähr mit dem Kajak brauchen wir bis hierhin. Also nur zu empfehlen, auf dem Campingplatz direkt unten an der Bucht kann man sich auch ein Kajak mieten. Auf jeden Fall mal machen, wenn man Lust hat dazu und wenn man die Muße hat, hierher zu paddeln. Ja, uns gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Wir waren jetzt bestimmt 4 Stunden hier. Ja, 4 Stunden. Und bewegen uns jetzt so langsam auf den Weg zurück und ja, genießen nochmal die Aussicht auf dem Meer. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Ja, Freunde, jetzt ist es soweit, dass ich meine Freundin wieder an den Flughafen gebracht habe. Ich sitze jetzt auch noch davor, weil, wie ihr wisst, kommen jetzt Marie und Joshua und die hole ich direkt ab. Also die brauchen jetzt eine halbe Stunde oder so länger und ja, das war's dann auch soweit. Mit meiner Freundin sozusagen zusammen hier und auch das Video und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Also es ist nicht so viel passiert, aber vielleicht habt ihr trotzdem ein paar schöne Bilder gesehen und ja, ich würde mich darüber freuen, wenn es euch gefällt und ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren. Ein bisschen geht's noch weiter, ich habe jetzt noch weitere 8 Tage hier und vielleicht sieht man ja noch was Schönes und dann ja, sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Videos wieder. Also, haut rein!